Ja, also unsere Sonde ist mittlerweile gelandet und wir stehen nicht irgendwo mitten auf dem Feld, sondern in einer kleinen Wohnsiedlung. Das hat nämlich den folgenden Grund. Unsere Sonde ist tatsächlich am Fallschirm in der kleinen Styroporverpackung auf einer Kuhwiese gelandet und die GPS-Tracker haben uns auch direkt zu dieser Kuhwiese gelotst. Und als wir dann da angekommen sind und so die letzten 50 Meter auf dem Weg zur Sonde machen wollten, haben wir plötzlich gesehen, als wir die Daten aktualisiert haben, dass unsere Sonde gar nicht mehr da ist. Sie hat quasi Füße bekommen und ist ins nächste Dorf gewandert. Und da haben wir im ersten Moment, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Panik bekommen. Hat uns jetzt jemand die Sonde hier geklaut? Will er die behalten? Draußen stehen auch die Kontaktdaten an mit unseren Handynummern und so weiter. Und sind dann erstmal in das Dorf reingefahren, haben dann auch das Haus ziemlich genau ausmachen können, weil die GPS-Geräte von uns auf 5 Meter genau funktionieren. Und plötzlich bekamen wir dann einen Anruf von dem Landwirt, der die Sonde gefunden hat. Und das ist auf den Aufnahmen auch zu sehen. Wir haben gerade schon mal in die Sonde reingeguckt. Ich hole die mal gerade hier aus dem Auto raus. Also alles unversehrt. Hier die Missionsaufkleber sind noch da, das Logo ist noch da. Und wie die Aufnahmen von da oben ansehen, das schauen wir uns jetzt an.